Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Es geht endlich. Sorry. Es geht endlich weiter. Nach dieser, ja, doch schon gefühlt ewigen Pause. Ich hab einfach mal den Plan, dass der Bruno aufs Klo geht. Hab ich Spielsound? Ja, hab ich. Okay, sehr gut. Dann werde ich alle Schüsseln mal eben leeren und nochmal auffüllen, da es nicht sein kann, dass unsere geliebten Kätzchen hier verfaultes Essen müssen. Dann, oh je, da müssen verfaultes Essen essen müssen. Genau, so rum ist das. Dann müssen wir das Katzenklo auch noch säubern. Und was ist dein Problem, Jenny? Was ist das? Hab nur ich das jetzt gehört? Da war es schon wieder. Ach, das hier bestimmt. Ne? Ah, bestimmt das Windspiel. Ah, okay. Okay. Komm, räum du. Guck mal, ihr könnt doch mal Teamwork ein bisschen machen. Hier mitten in der Nacht ein bisschen aufräumen, bevor die Hanna wiederkommt. Eine kleine, aber feine Überraschung. Ja, guck mal an, wir haben aufgeräumt. Und apropos aufräumen. Nee, eigentlich nicht apropos. Wir haben jetzt die Sims 4 Reich der Magie. Und das finde ich mega geil. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was man vielleicht machen könnte. Bitte stürzt jetzt nicht ab. Dankeschön. Und ich möchte erstmal gucken, ob wir vielleicht irgendwelche Objekte auswechseln sollten. Oder, also ich finde das Bett, das ist halt zwar mega geil, aber das passt jetzt eher weniger hier in unsere Wohnung rein. Also, also eigentlich nicht so auf einem Teppich wäre eigentlich was ganz Schönes, aber das alles brauchen wir gerade im Moment einfach nicht. Aber ich habe mir was Schönes überlegt. Und zwar, wir wissen ja gar nicht so viel über den Bruno, ne? Über seine Herkunft und alles, ne? Und wer weiß, was seine Eltern früher waren. Das kann man ja nie so sagen, was die früher waren. Ess mal das und trink das dazu. Dankeschön. Und was ist mit dir jetzt hier? Ach, guck mal, sie badet. Ach, das finde ich aber sehr toll, dass du so eigenständig heute bist, du olle Truller. So, was für ein Arbeitstag. Hanna ist wieder zu Hause. Ja, und geht direkt schlafen, würde ich sagen, ne? Irgendwas rumpelt im Magen von Bruno. Irgendetwas. Vielleicht hat er irgendwas mit Fleisch gegessen. Ach, er ist Vegetarier. Oh. Ups. Dann isst doch ein bisschen Popcorn. Süßes Popcorn einfach mal. Mitten in der Nacht, das schadet bestimmt nicht. Boah, und diese Katze, ne? Ich glaube, ich gebe die irgendwann zur Adoption frei oder sowas. Sorry, aber ist so. Du könntest auch mal hier aussteigen. Aussteigen, wie aus so einem Schiff oder. Ist ja so ein halbes Schiff. So, tut, tut. Alle waren weg. Ich plansche jetzt. Oh je, okay. Gut. Dann gehst du auch schlafen, weil deine Energieleiste auch nur bis zur Hälfte gefüllt ist. Und der Bruno. Der hat vielleicht das ein oder andere Geheimnis. Der zieht sich jetzt hier erstmal um. Macht sich jetzt erstmal fertig. Und der verschwindet jetzt. Das hat er lange nicht gemacht. Aber da jetzt eh beide schlafen, der weiß, dass die Hanna eh ganz lange schläft, kann er ruhig mal seinem Geheimnis nachgehen, finde ich. Uiuiuiuiui, was für ein Geheimnis wohl. Und zwar als kleines Kind schon, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte jetzt so, ne? Als kleines Kind schon interessierte er sich für die Welt der Magie, über Zaubern und so. Und er hat eine Quelle. Irgendwo in diesen Welten ist eine Quelle, die ihm gesagt hat, dass es neben den bekannten Meerjungfrauen, die aber auch nicht jeder kennt, oder auch die durchaus sehr seltenen Vampire, auch eine andere Art Lebewesen gibt. Und diese Lebewesen,
sprechen genau Brunos, wie heißt es, Hobby, nicht Hobbys, Vorlieben an. Er hat auch eine Landkarte mitbekommen und der Bruno macht sich jetzt einfach auf den Weg, um mal nach Glimmerbrook zu reisen. Er hat einfach gesagt, er hat auch gesagt der Hanna davor, die ist ja jetzt eh schlafen, aber damit die sich keine Sorgen auch macht, ne, hat er ihr einen Zettel hinterlassen zu Hause, wo drauf steht, dass er auf Geschäftsreise ist. Dass er für ein paar Tage zu einer anderen, nicht für ein paar Tage, vielleicht für einen ganzen Tag oder sowas in eine andere Filiale muss. Wisst ihr, was ich meine? Der ist ja hier Barista. Und, genau. Er muss einfach in eine andere Bar Kaffee austragen gehen. Aber er hat natürlich nicht gesagt, dass er in Wahrheit nach Glimmerbrook fährt. Er hat natürlich gesagt, er geht irgendwo anders hin, ne? Also ganz weit entfernte Stadt, ne? Dass er da irgendwie einen Flug hinbekommen hat und dann am nächsten Tag wieder da ist. Dann können wir auch eben der Hanna mal hier eine SMS schicken nochmal, dass sie die auch bekommt, wenn sie hier wach wird. SMS schicken an die Hanna. Am besten schickt man noch eine SMS an die Jenny, damit die hier auch Bescheid weiß, ne? So. Sehr, sehr gut. Und er interessiert sich halt schon immer für Magie und das hat vielleicht auch mit seiner, mit seinem Stammbaum zu tun, mit seinen Vorfahren. Vielleicht haben ja seine Vorfahren irgendwas in der Welt der Magie erreicht oder sowas. Vielleicht waren die da tätig in der Welt der Magie, aber seine Eltern haben es ihnen verschwiegen oder seine Großeltern, wer weiß. Auf jeden Fall ein uraltes Geheimnis liegt auf seinen Schultern, das er nun lüften möchte. So, dann sprechen wir mal hier mit den Einheimischen, ne? Freundlich vorstellen. Dann fragen wir ihn mal so, hallo, mich hat eine Quelle hierher geschickt. Oder nee, das wäre dumm, wenn er das direkt sagt, ne? Erstmal so sich ein bisschen hier mit den Einheimischen so bekannt machen, ne? Also, na, wie geht's Ihnen denn heute so? Ich bin neu in der Stadt. Urlaubstag nehmen. Okay, hat einen Tag Urlaub genommen. So, unterhalten wir uns einfach mal mit ihm. Und dann, fragen wir ein bisschen, okay, dann halt nicht. Dann unterhalten wir uns halt mit der Barista hier, freundlich vorstellen. So, dann kannst du noch mal eben hier ein Getränk bestellen. Hätte mal Bock auf irgendwas, weiß ich. Oh, das ist auch cool. Mal hier so eine kleine Orangenade mit Pfiff. Ja. Hallo. Ich hätte einmal gerne eine Orangenade mit Pfiff. Dankeschön. Hallo? Was ist denn jetzt los? Machst du mir mal ein Getränk? Dankeschön. So, dann kannst du dich noch gerne mit der netten Dame hier unterhalten. Zum Beispiel mal so, bisschen kennen. Oh. Ja, okay, 600 Simulans ist ja jetzt ein kleiner Pups, ne? So. Ach, guck mal hier. Ach so, ich bin auch dumm. Thomax, was ist das denn für ein Name, ey? So, der macht sich jetzt mal hier bekannt überall so. Hallo, ich habe ganz viel über den Ort gehört und möchte fragen, ob das auch stimmt. Wissen Sie vielleicht mehr? Dieser Ort, der hat ja eine lange und traditionelle Geschichte. Aber natürlich versuchen die das alles jetzt hier zu verheimlichen. Vielleicht rückt auch jemand mit der Sprache durch, ne? Das kann man ja nie wissen. Thomax Colette. Simeon Silverswater. Guck mal, er geht. Bruno verfolgt ihn einfach mal. Du sagst jetzt so, okay, ich muss ganz schnell weg. Wo ist er hin? Der Bruno verfolgt ihn nämlich jetzt.
Hä? Wo ist er denn? Wo bist du überhaupt? Okay, komm. Wahrscheinlich hat er den irgendwo hier gesehen. Nicht hierhin teleportieren. Ich glaube auch, ey. Hierhin gehen. Genau. Der Bruno macht sich auf den Weg, um den Simeon zu suchen, weil er hat ein Symbol um Simeons Hals gesehen, was er aus alten Büchern kennt, der Bruno, die er früher als kleines Kind schon gelesen hat. Das Zeichen eines Magiers. Das Zeichen von dem Glimmerbrook, was über den Sternen wacht. Genau. Geht richtig ab hier. Komm, Bruno, lauf schon. Mensch, Bruno, So. du hast gar nicht so einen Hunger. Tu mal nicht so. Da macht er sich auf den Weg. Hast du Ohrhörer dabei? Nee, natürlich nicht. Hast du wel? Toll, das geht noch nicht mal. Okay. Der Bruno ist mitten in der Nacht hierher gefahren. Jetzt haben wir gerade gleich schon früh am Morgen. Und der geht immer weiter. Findet interessante Fische hier. Und interessante Sträucher. Sträucher, mit denen man was Besonderes machen kann. Oh nein, Er geht sogar durch das Wasser, um Simeon zu verfolgen, der gerade da hinten weggegangen ist. Bruno macht alles, um ihn zu finden. Findet alte, verlassene, kleine. Ups, ich drücke mal das Falsche. Alte, verlassene. Kleine merkwürdige Verstecke von irgendwas. Sehr riskant, sehr nicht riskant, sehr geheimnisvoll, sehr mystisch. Er läuft immer weiter und weiter, um Simeons Geheimnis auf die Spur zu kommen. Er findet auch sehr merkwürdig, dass Simeon so schnell ist, so schnell von A nach B kommt. Vielleicht steckt da ja ein bisschen was hinter. Ein bisschen was steckt da bestimmt hinter. Und da sieht Bruno es. Bruno sieht hinten am Wasserfall ein Portal, von dem er nur in einem ganz alten Buch gelesen hat. Auch mit komischen Sprüchen, die in dem Buch waren. Er dachte, das ist nur ein kleiner Scherzartikel für Kinder, um die ein bisschen auf Trab zu halten. Aber nun macht für ihn alles einen Sinn. Er fasst all seinen Mut zusammen. Und furzt erstmal. Der wirbelnde Strudel scheint in ein Reich jenseits unserer Realität zu führen. Traust du dich, die Schwelle zu überschreiten? Das fragt sich Bruno auch. Aber wie gesagt, er packt seinen ganzen Mut zusammen und geht durchs Portal. Schritt für Schritt, ganz langsam. Und wo er gleich sein wird, davon hat er nicht einmal träumen können. So realitätsfern ist das, wo er gleich ist. Davon können auch Astronauten noch nicht einmal träumen. Von dem, was da jetzt gleich ist. Wo der Bruno jetzt gleich ist. Denn Bruno ist jetzt im Reich der Magie. Wir sind im Reich der Magie, Leute! Wie geil ist das denn? Wow! Gärten besuchen. Und wartet mal, Leute, guckt euch das hier doch mal bitte an.
wenn das alles hier nicht so unnormal geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Das hier ist so schön, Leute. Das kann man noch nicht mal, da kann man noch nicht mal von träumen. Hier wachsen Kristalle. Das schwebt einfach in der Luft. Und ich glaube, der Bruno braucht gerade erstmal ein paar Momente, um das alles hier zu begreifen. Er macht ganz viele Fotos natürlich auch. Wow. Das ist ein himmlisches Foto. Wenn das nicht mal schön ist. Der Bruno muss natürlich von allem ein Foto machen. Und die Barkeeperin hat uns verfolgt. Hat uns die ganze Zeit verfolgt, weil sie wusste anscheinend, was wir vorhaben. Aber sie hat uns jetzt gerade nicht gesehen. Vielleicht ist das auch besser so. Bruno hat natürlich überall Fotos von. Er möchte das als Erinnerung haben, falls er vielleicht nicht mehr hier hinkommt. Er weiß ja nicht, was hier auf ihn wartet. Vielleicht gibt es hier etliche Gefahren. Vielleicht auch ganz nette Menschen. Man weiß es nicht. Aber irgendwie kommt Bruno das alles hier bekannt vor. Er erinnert sich, das alles mal gesehen zu haben, aber er war nie hier. Er war niemals hier, aber trotzdem kommt ihm das alles hier bekannt vor. Es kommt ihm alles bekannt vor hier. Aber er weiß auch nicht warum. Er denkt nach über alte Bücher und Geschichten. Ein Buch seines Ur-Ur-Opas. Und er erinnert sich auch an einen Namen. An einen ganz bestimmten Namen. An den Namen Simeon, der ihm vorher begegnet ist. Aber diese Erinnerungen, die sind erst jetzt gekommen. Die sind nicht vorher gekommen. Die sind erst jetzt im Reich der Magie hier gekommen. Und dann spricht er ihn jetzt einfach an. Bruno spricht Simeon an. Sagt so, irgendwoher kenne ich sie. Oder dich. Ich weiß ja nicht, was die hier sagen. Und dann erzählt Simeon ihm jetzt die Geschichte. Wartet, ganz kurz. Ja, okay. Der Simon erzählt uns jetzt die Geschichte. Dass Brunos Urgroßvater ein sehr mächtiger Zauberer war. Wenn nicht einer der mächtigsten, die es überhaupt jemals hier gab. Aber natürlich nicht so mächtig wie Dumbledore, ne? Oder McGonagall. Bruno kann das gar nicht fassen. Aber Simeon hat ganz viele Argumente, die Bruno schweigen lassen. Und langsam begreift Bruno auch alles. Ihm wird alles sehr klar. Er weiß es auch, warum er sich erinnert. Weil die Erinnerung seines Urgroßvaters stückweise in ihm weiterleben. Und Simeon hat uns auch zwei Bücher geschenkt. Zwei Bücher überreicht. Und zwar einmal
Harald Töpfer und das Wesen der Schatten. Erlebe die Abenteuer der jungen Magierin Dali Porter und ihrer Freunde Harmony Ginger und Ron Weasley und lüfte mit ihnen das Geheimnis der geheimnisvollen Kammer unter der Tunnel der Highschool. Wie geil. Und 1001 Tricks für deinen Begleiter. Genauso wie Ich liebe Besen. Das sind alles Bücher, die seinem Urgroßvater gehört haben. Und jetzt zeigt Simeon uns, was genau Magie ist, wie man Magie verwendet, ob wir dieses Potenzial auch haben für Magie. Und Simeon meinte, wenn wir das Potenzial gar nicht hätten, hätten wir auch gar nicht hier sein können. Dann hätten wir uns auch nie so sehr für die Magie interessiert wie Bruno jetzt. Die magischen Künste zu erlernen ist ein wunderbares, aber auch gefährliches Unterfangen. Bist du wirklich bereit, den Weg der Magie einzuschlagen? Und Bruno ist sehr bereit. Er erinnert sich an die Worte seines Großvaters, die meinten, ja, ne? Ist das richtiges Deutsch? Die meinten, vertraue auf deine Fähigkeiten und du schaffst alles, wenn du dran glaubst. Und diese Worte haben Bruno sein ganzes Leben begleitet und werden ihn auch jetzt nicht verlassen. Deshalb ist er seit seiner Geburt bereit und möchte die Magie erlernen, wie man sie verwendet. So, Simon sagt uns, er braucht 7 Magiepartikel, die in dem ganzen Reich der Magie verstreut sind. Er hat uns extra mit Partikelsicht verzaubert, damit wir sie sehen können.